Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Auli. Und zwar zum Video 123. Wie immer, jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da. Und heute möchte ich euch mal auf eine kleine Reise mitnehmen. Ihr merkt oder ihr merkt es auch nicht, ich halte euch gerade in der Hand. Das heißt, es könnte ein klein bisschen wackeln. Und man ist ja nicht mehr der Jüngste, nicht? Und also mal nicht auf dem Stativ, sondern in der Hand, weil ich will euch mal auf die Bahn jetzt hinter mir mitnehmen, was ich da alles gemacht habe. Ich habe also in den letzten Tagen und ich kann schon sagen Wochen ein bisschen mehr gearbeitet wieder dran, als man das vermuten lässt. Und vielleicht sogar, wenn man das nachher sieht, da sagt man, was, da hat der da ein paar Wochen dran gearbeitet. Naja, ein paar Wochen vielleicht auch nicht, aber ich habe da schon eine ganze Weile dran gearbeitet. Und zwar habe ich jetzt für mich, ich habe vorhin schmunzelnderweise mir überlegt, im Grunde genommen kann man schon fast sagen, ein kleiner Schritt oder ein winziger Schritt für die Menschheit, ein großer Schritt für meine Modellbahnanlage. Und zwar hatte ich ja schon vor ein paar Wochen damit angefangen, im Grunde genommen. Ich habe es euch ja schon gezeigt, dass ich hier angefangen habe, so kleine Hintergründe zu bauen, beziehungsweise so, man sieht es jetzt hier ein bisschen. Wisst ihr was, ich nehme euch gleich mal mit darüber. Das heißt, dann hat die Zitterei hier auch ein kleines bisschen Ende. Und ich werde mal die Kamera jetzt drehen und hoffe, dass ich nicht zu dolle wackle. Und zwar geht es um Folgendes. Ich hatte es euch ja schon gezeigt. Diese Umrandungen, die wir jetzt hier hinten praktisch sehen, die sind wichtig. Ich habe schon mal mitbekommen aus einem Kommentar, dass jemand gedacht hat, das bleibt tatsächlich so. Ich werde das vielleicht noch bemalen oder was weiß ich was. Nein, das sind, nochmal zum besseren Verständnis, sind das Halter für die Hintergründe, die sozusagen hier vorne noch angebaut werden. Die kann ich ja abnehmen, das habt ihr ja vielleicht gesehen, noch wer es nicht gesehen hat, sieht es jetzt. Das kann ich also hier wegnehmen und da kann ich jederzeit hier unten an meiner Anlage zum Beispiel auf das Gleis fassen. Da kann ich eben entsprechend da, ja, wenn mal was passiert ist, ich kann hier das, wartet mal, ich nehme mal das Modul hier gerade mal ein Stückchen weg. Ich kann hier die Platten entsprechend unten entfernen, kann unter meiner Anlage reinschauen, was da so los ist, beziehungsweise wenn da was ist. Wenn man hier wie zum Beispiel, das ist, da kann ich mal schnell an die Kabel rangreifen, wer sich erinnert an die Vago-Türmchen hier vorne. Das kann ich also alles relativ einfach erreichen, indem ich hier vorne diese Platten abnehme und die sind mit Magnete gehalten. Ihr habt es vielleicht gehört, das schnappt jetzt hier so dran und dann kann ich unterm Strich, kann ich danach das Modul, wenn das hier rangebaut ist, wieder ransetzen, so von unten dran, oben reindrücken, beziehungsweise wenn es nicht richtig halten sollte, kommt da Magnete dran und so kann man das dann ganz entfernen. Wer sich erinnert, ich habe das auch in dieser Ecke hier gemacht. Warte mal, dann nehmen wir das mal ein bisschen, habe ich mich verhakt. Das können wir jetzt hier auch wegnehmen. Dann können wir, warte mal, auf der Seite hier. Naja, es ist manchmal noch nicht, doch, ich habe es glaube ich zu doll gedreht, genau. So können wir das wegnehmen. Da haben wir das gleiche Spiel hier drüben. Hier ist also auch eine magnetische Platte unten drunter. Ja, mit einer Hand macht sich das so richtig blöde, ne? Nee, Quatsch, es geht schon irgendwie. Oder auch nicht. Naja, gut. Also man kann die Platte hier abnehmen. Mit zwei Händen hätte ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Chancen gehabt, dass da hinten, ich muss das nämlich gleichzeitig da hinten noch raushalten. Da ist wie so ein Klötzchen mit festgemacht, dass das hier alles schön in Position gehalten wird. Und das ist natürlich erstmal nur der, wie soll ich sagen, die Spitze des Eisbergs. Das Ganze geht weiter. Ihr seht, das hier drüben müsste für euch alles schon neu sein. Diese Seitenwand hier vorne ist ja meine Tür dran, mit dem Steuerpanel, was ich jetzt sozusagen meine groben Stromeinstellungen vornehmen kann. Und hier drüben kommt dann auch was angebaut, was da hinkommt. Ob da eine Felswand hinkommt, ich glaube es bald gar nicht, weil ich habe ja auf der Anlage schon genug Felsen drauf. Da kommt wahrscheinlich irgendwas Steampunk-mäßiges hin. Da muss ich mir was überlegen, ob da so hängende Gebäude rankommen. Ich weiß es noch nicht. Auch das kann ich, ich gehe mal ein bisschen zurück, auch das kann ich entnehmen, wie wir sehen. Und könnte jetzt unter meiner Anlage, Moment, ich versuche das mal wackelfrei hier abzulegen. Unter meiner Anlage, auch hier kann ich wieder was entnehmen, kann da reingreifen, kann entsprechend da unten etwas Wartung vornehmen, auch wenn ich jetzt die Tür hier drüben aufhabe. Alles mit einer Hand, entschuldigt bitte, wenn das ein bisschen ruckelt. Genauso gut kann ich das dann wieder reinsetzen. Und klack, ihr hört es vielleicht, schnappt das alles mit Magnete wieder ein. Genauso gut setze ich nachher das hier vorne drauf, klicke das wieder ein und die ganze Sache ist im Grunde genommen erledigt. Hier drüben
erinnert euch vielleicht an die letzte, Folge, wo ich das Portal da hinten gebaut habe, was ich hier entnehmen kann. Das ist das gleiche Spiel. Ich kann es mal rausnehmen. Genauso gut kann ich dann das Modul hier rechts davon rausnehmen. Das hier kann entfernt werden, kann ich drunter arbeiten. Und oben hinten das Modul, das habe ich schon entnommen. Das liegt sozusagen hier vorne. Moment, mit dem Kabel ein bisschen. Entschuldigt bitte, wenn das jetzt wackelt. Ach, das ist nervig. So, Mikrofonkabel. Dieses Modul, was hier praktisch liegt, das gehört da hinten hinter die Fabrik dran. Auch da kann ich rein. Auch da sehen wir das Gleis hinten. Wenn da mal was ist, komme ich wunderbar ran. Genauso gut komme ich jetzt auch hier von vorne ran. Und ich kann überall Wartungen machen. Wenn jetzt in den Tunnel mal was stecken geblieben ist, kann ich da unten dran. Gut, weiter geht's. Habt ihr gerade gesehen. Dann geht's hier drüben weiter. Diese Ebene, die nehme ich genauso gut ab. Auch hier vorne kommt später mit einer Hand wieder mal sehr schön, kommt auch Landschaft dran. Das kann ich abnehmen. Dann kann ich hier hinten dieses Teil rausziehen. Das sieht man von vorne gar nicht. Das mache ich nur als Staubschutz. Und wenn das draußen ist, dann kann ich mich schon daran machen und kann dieses Modul hier, entschuldigt, wenn ich ein bisschen knieche, das ist aber sehr weit von hier aus. Die Anlage ist doch ein bisschen größer, als man manchmal vermuten kann. Kann ich sozusagen das hier auch entnehmen. Das Teilchen. Jetzt muss ich das mal hier vorne irgendwo hinstellen. So. Legen wir das auch noch mit hier hin. Und dann geht es weiter. Dann kann ich hier unten über diesem Portal, was auch mit Magnet gehalten wird, ne, das kann ich hier so wegnehmen. Auch das kann ich komplett von meiner Anlage entfernen. Und ihr seht, ich komme überall hin. Ich komme überall irgendwo ran. Gut, das baue ich natürlich nachher in Ruhe alles wieder zusammen. Das ist sonst ein bisschen viel Krach und viel Störe jetzt hier. Gehen wir mal auf die rechte Seite der Anlage. Moment. Jetzt kommt, ups, jetzt war der Finger an der Kamera drin. Dann machte ich mal ein bisschen doof. Und hier sehen wir schon im Grunde genommen das gleiche Spiel. Auf der rechten Seite, hier kommt ja der Zug unten raus, hier hinten fährt er rein. Hinten haben wir ja dann die Doppelkreuzungsweiche da unten irgendwo sitzen. Sieht man es irgendwie? Kann ich natürlich, wem wundert es, das gleiche Spiel, kann ich alles entnehmen. Auch diesen Teil und kann dann entsprechend, wenn ich das mal rausnehme jetzt hier alles, pack mal auch da hoch. Und kann entsprechend auch, Moment, ich muss noch ein bisschen was entfernen hier, und kann entsprechend auch hier hinten unter meiner Anlage drunter, da sieht es ein bisschen aus wie Kraut und Rüben, da liegt doch ein Staubsauger oder irgend sowas, und kann das genauso gut hier alles machen. Gleiches Spiel, das mache ich jetzt mal nicht, kann ich jetzt hier vorne, diesen Teil ist auch ein Modul, kann ich praktisch den ganzen Bereich abheben. Da ist natürlich später Landschaft drauf, das muss ich gucken, dass das alles ein bisschen entsprechend dann, naja, gestaltet, dass man das nicht sieht. Aber wer mich kennt, der weiß, das mache ich schon irgendwie und dann passt das. Das wollte ich euch im Grunde genommen heute noch zeigen, wie das im Grunde genommen aussieht. Das war jede Menge Arbeit. Ich gehe mal wieder vor die Kamera. Das war jede Menge Arbeit und ist vielleicht für den einen oder anderen gar nicht mal so interessant. Aber ich finde es sehr interessant. Vor allem jetzt habe ich die Möglichkeit, endlich mich mal um meine Bahn zu kümmern. Das steht nämlich hier alles schon und wartet irgendwo. Hier ein paar Loks, da oben ist was, auf der anderen Zimmerseite steht noch jede Menge, was bearbeitet werden muss. Und ich kann endlich jetzt anfangen, hier oben mal meine Bahn fahren zu lassen und Spaß zu haben mit euch. Das heißt, ein paar Fahrvideos werden demnächst noch mit reinkommen. Und ja, wen es noch interessiert, wer es nicht mehr genau weiß, hier vorne ist ja das rausziehbare Steuerpult. Ja, damit man das mal vielleicht so einen Überblick hat, damit man mal sieht, wie das aussieht. Das kann ich wieder reinschieben. Hier sind die Steuermodule von meinem Modul. Das komplette Modul hier vorne, wer meine Videos noch nicht kennt, wo ich das gezeigt habe, das geht praktisch von hier unten drunter, geht das los, wo der Griff hier ist, bis hier rüber. Moment, ich gehe mal mit. Bis hier rüber und dann bis da hinten in die Ecke rein und auf der anderen Seite bis hier hinten zu dem Gleis. Das ist das sogenannte Hauptmodul. Das kann ich also tauschen. Da werde ich später, wenn das mal fertig ist, noch Neues bauen können. Kann das dann entsprechend dann immer wieder austauschen und dran arbeiten. Und wenn wir schon mal dabei sind, nehmen wir die Waggons hier weg. Auch hier vorne. Diese Teile kann ich alle einzeln entnehmen.
Und unten drunter ist alles, was ich schnell mal erreichen muss, wenn ich mal an die Weichenantriebe unten ran muss. Hier sind die Dimmer, die ich im vorletzten Video gezeigt habe. Die sind also hier oben mit dran. Ich kann sogar, ich nehme mal, das liegt hier irgendwas rum, auch dieses Teilchen hier kann ich einzeln entnehmen und komme sogar noch an der nächsten Seite mit ran. Und diese Strebe jetzt hier, die hier, wenn ich hier eine Schraube löse, kann ich hochmachen, komme noch besser dran. Und diese, ich sag mal, warte mal, bin ich jetzt hier an meine, nee, mein Licht, ist gerade mein Licht ausgegangen, na, ist egal, wir sehen trotzdem noch was. Wenn ich das jetzt hier ziehe, diesen kleinen Stab, dann entriegle ich sozusagen das Hauptmodul, dass ich nicht aus Versehen, jetzt kann ich sozusagen anheben, wer das sieht. Und wenn ich es jetzt hier mit dem Stab verriegelt habe, kann ich hier nichts mehr anheben, so dass das sich nicht verändert, dass da nichts passiert in irgendeiner Form. Und ja, ich denke mal, das war's, was ich euch heute mal dazu zeigen wollte. Ich habe tatsächlich eigentlich, wer eigentlich sagt, der macht eine Einschränkung, ich habe ein anderes Video heute geplant, das ich sogar schon geschnitten habe. Und das sollte ich im Grunde genommen lediglich der Einspieler werden. Dafür. Jetzt quatsche ich hier aber schon seit 11 Minuten, sehe ich gerade auf der Kamera. Das heißt, ich werde euch mit dieser Aufnahme für heute entlassen. Ich hoffe mal, dass das vielleicht für den einen oder anderen auch mal interessant gewesen ist, zu sehen, was ich jetzt übrigens hier gerade für ein Chaos angerichtet habe. Ich habe also erstmal wieder ein paar Minütchen zu tun, das alles fertig zu machen. Wollte euch aber im Grunde genommen damit mal zeigen und mal sagen, wie ich das alles jetzt hier so gestaltet habe und wie man weiterbauen kann. Wie zum Beispiel der Bereich hier oben links, der wird demnächst angefangen. Hier hinten sehen wir nochmal die Innovation, die ich vor einiger Zeit mal gemacht habe. Es ist soweit, ich komme nicht hin. Hier ist praktisch meine Stromversorgung viermal für dieses Modul, was ich hier mal gebaut habe. Da sehen wir hier unten drunter die Anschlüsse oder die Kontakte. Ich brauche keine Stecker stecken. Ich kann das im Grunde genommen lediglich da reinstellen. Das mache ich jetzt mit einer Hand auch nicht so richtig. Da reinstellen und dann funktioniert alles. Dasselbe ist da oben mit dem Modul, was ich hier unten auf der Bahn stehen habe. Auch hier sehen wir auf der Seite drüben kleine Federn unten drunter. Und das ist dann alles, ja, steckerfrei. Und das werde ich so weiterführen. Ich werde also keine Stecker machen, wie auch hier vorne. Wer sich erinnert oder auch wer mein Neuer ist, kennt es ja nicht. Dieses Stückchen Gleis hier, was hier reingeht, ich mache auch das nochmal ab. Dieses Stückchen Gleis ist ein, hier kann ich es ja auf und zuschieben, ne? Hier dieses längenveränderbare Gleis, oder wie heißt das? Ich weiß gar nicht. Ist egal. Ist eine Kehrschleife. Ja, weil das geht ja hier hinten lang. Da im Hintergrund geht es lang und die treffen sich hier vorne auf diesen festen Modul. Ich mache mal die Kleberflasche hier weg. Wieder, und wenn man sich das so anguckt, sieht man, das ist mit einer Kehrschleife zu versehen. Und auch damit das funktioniert, habe ich hier unten drunter unter dem Modul sind auch zwei Federn. Das heißt, der Strom wird alles übertragen. Sobald ich die Platte hochmache, ist der getrennt. Ich werde jetzt ans Gleise reinigen als nächstes gehen, damit wir endlich mal hier wieder losdampfen können. Also es fährt. Der Valentin hat mich das neulich bei Instagram gefragt, ob das ein Poserbild ist. Nein, die Anlage, das funktioniert alles mittlerweile. Was heißt mittlerweile? Es ging die ganze Zeit. Aber natürlich durch vieles Schleifen und was ich hier so mache, sind die Gleise verdreckt. Ich muss also jetzt ran an die Gleise. Ich muss die reinigen. Und dann geht's los. Jo, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für die Woche. Macht's schön gut, bis nächste Woche. Euer Uli aka Aquapainter. Tschüss.